Und mit diesem Jubel herzlich willkommen zum Konnichi Vlog 2023, Tag 2. Gut geschlafen? Besser als letzte Nacht. Reden wir einfach nicht drüber. Es war eine interessante Nacht, was soll ich sagen? Entsprechend müde war ich natürlich auch den Morgen. Aber von so etwas lassen wir uns nicht aufhalten. Wir hatten eine richtig volle Liste mit Programmpunkten für diesen Tag geplant. Und ich verrate euch schon mal vorweg, wir haben natürlich nicht alles auf dieser Liste gemacht. Das wäre auch gar nicht möglich, weil teilweise Programmpunkte gleichzeitig stattgefunden haben. Aber wir hatten dadurch einen relativ guten Zeitplan, wo wir sagten, okay, das wollen wir auf jeden Fall und so müssen wir uns irgendwie orientieren und haben dann oft spontan entschieden, ob wir jetzt den einen Programmpunkt wirklich unbedingt sehen wollen oder ob wir lieber was anderes machen möchten. Wenn man der Japanisch kann, kannst du vielleicht lesen. Ich hoffe, das Internet hat mich nicht betrogen und das sind nicht die richtigen Schriftzeichen. Aber eigentlich sollte es stimmen. Ich habe recherchiert. Gegen 10.30 Uhr haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Das ist nicht Eva. Alles ist gut. Du bist wunderschön. Und tatsächlich sind wir somit pünktlich losgegangen und hätten um 11 Uhr da sein können. Ob wir dann auch um 11 Uhr schon drin gewesen wären, wäre eine andere Frage gewesen. Aber wir wären um 11 Uhr da gewesen und hätten theoretisch den ersten Programmpunkt, den wir uns auf die Liste geschrieben haben, auch mitnehmen können. Aber wir mussten noch zu Rewe. Und damit war alles wieder hinfällig. Schon auf den heutigen Tag. Ja, ja. Wir sind übrigens gerade bei Rewe und warten noch auf Kada, die muss noch Geld abheben. Aber du musst ja 10 Euro einkaufen. Man beschwert sich immer über hohe Preise, aber wenn man einmal 10 Euro zusammen will, kriegt man nicht die Summe zusammen. Ja. Dem Sprachfindungsstörung. Gegen 11.20 Uhr sind wir dann bei dem Konnichi-Gelände angekommen. Waren auch relativ schnell wieder drin. Also anstehen muss man wirklich nicht lange. Da, My Hero Steampunk sieht einfach immer gut aus. Mach ich auch mit uns, Chaco. Und nachdem wir noch schnell auf den Toiletten waren, übrigens die Toilettensituation bei der Konnichi, erste Sahne, ich liebe alles daran. Wenn unten zu voll war, bist du halt einfach hochgegangen. Beides war super sauber und man war immer schnell durch. Ich hab's geliebt. Nice. Aber genug von meiner Liebe zu sauberen Toiletten. Wir haben uns für den Cosplay-Wettbewerb Einlass angestellt, weil den wollten wir uns auf alle Fälle zu 100% auf jeden Fall ansehen. Es ist 11.43 Uhr und wir warten auf den Cosplay-Wettbewerb. Um 12 geht der los? Um 12? Ja. 12.15 Uhr. 12.15 Uhr. Ja, das ist, wenn ich das in 8 Wochen schneide, ein guter Reminder. Wie viel Uhr hatten wir? 8 Wochen, 6 Monate. Ist doch dasselbe. Ach, ich wünschte, ich hätte viel öfter gesagt, wie viel Uhr wir hatten und was wir vorhatten, weil das jetzt nach 6 Monaten so zu rekapitulieren ist gar nicht so einfach, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber gut, dieses Jahr werden wir das alles ein bisschen besser machen. Ich verspreche es. Die Vlogs werden kurz nach den Conventions kommen. I swear. Really. Trust me, Bro. Beweise es. Der Plan steht. Umsetzung werden wir sehen. 12.15 Uhr haben wir uns dann den Vorentscheid vom Extreme Cosplay Gathering Wettbewerb angesehen. Hier seht ihr einmal alle Teilnehmer und die im Anschluss aufgenommene Rezession. Eva, wie fandest du den Cosplay-Wettbewerb? Toll. Es waren sehr viele sehr coole Cosplays dabei. Also ausladende Kleider. Ich trainiere gerade meine Beinmuskeln extrem. So. Coole Props. Also der Vogelkäfig. Ja, oder das von Corpse Party, dieser Schrank mit den Geheimtüren, das war cool. Toilette. Wo sie sich drin verstecken konnten, das Toilette. War... genau, eine Toilette war da auch drin. Ja, aber ich kann gar nicht sagen, wen ich am besten fand, weil es waren einige, die mir sehr gut gefallen haben. Deswegen, ich habe tatsächlich keinen Favoriten momentan. Mhm. Ja, wie Ilva auch schon sagte, also die Kleider waren super schön, generell die Kostüme waren super schön. Man hat einfach gesehen, wie qualitativ hochwertig das war, was für eine Mühe die sich gegeben haben. Wir haben vorhin auch schon gesagt, hier, was für Details manche Kleider einfach hatten. Das war unglaublich. Die Props, ja, Hut ab. Ich wüsste dann noch nicht, was ich damit noch machen soll oder wo man das hinstellen soll, aber ja, die Shows, ich fand vereinzelt ein bisschen langweiliger als so zum Beispiel jetzt von gestern vom... Von der Konnichi, der... Das war der Konnichi. Genau, der Konnichi Cosplay-Wettbewerb. Da fand ich die tatsächlich sogar schon spannender von gestern als von heute, weil heute die fand ich ein bisschen zum Teil langweiliger. Es waren vereinzelte
gute dabei, aber immer waren so, naja, okay. Ja. Die letzten waren cool. Also und halt die mit den großen Ballkleidern, die waren auch toll. Die letzten, die hier bei und Kathleen, ja. Von Acclaim. Und ich weiß nicht, wie die mit den Ballkleidern heißen. Ich hab das die mit geguckt. Dem Vogelkäfig? Die einmal und die anderen auch noch. Die sowieso. Alice Madness von Ja, genau. Ach, du meinst, ja, Herzkönigin, okay, sehr ja. Sehr geil. Also, ja, einfach wegen der Cosplays. Ja, ja, okay. Auch noch nicht mal wegen der Show, sondern wegen der Cosplays. Ja. Und bei dir? Also, ich meine, deine Favoriten ja. Brauche ich, glaube ich, nicht erfragen. ich fand's, die Kostüme waren mega. Ein paar Auftritte waren etwas langweilig. Ich glaube, da muss man verstehen oder die Serie kennen, ja. Dass es interessant ist, der Auftritt. Und ja, eine Freundin hat mitgemacht und der bricht natürlich die Daumen. Ja, das machen wir. Ich fand auch, die Shows waren halt anders, weil die natürlich komplett auf Englisch waren, weil es ja European ist und das muss halt auf Englisch sein. Trotzdem fand ich auch, dass gestern die teilweise besser schauspielern konnten. Vom Schauspiel her fand ich am besten die mit dem Vogelkäfig. Von den Kostümen her tatsächlich auch die Herzkönigin, weil dieses Kleid einfach so schön war. Es hat ja. So vorne so Leder und es ist so Walle-Walle gewesen. Walle-Walle ist wichtig. Walle-Walle macht mich glücklich. Und das Ersa-Cosplay fand ich auch sehr gut. Ja. Das hat auch schön Walle-Walle gemacht. Und sie hat auch gut gespielt. Und ich glaube, sie hat das sogar selber gesungen. Ne? Also nicht live, aber auf dem Audio selber eingesungen. Das war sehr nice. Die eine mit den blonden Haaren, die Karten hatte mit den Apps. Ach so, ja, ja, aus Legend of Zelda, stimmt. Das war auch das war eine sehr gute Show. Das war super, das war so, die war geil. Das war eine sehr gute Show. War sehr lustig gestaltet und war gut durchdacht. Ja. War sehr gut durchdacht. Die war auch gut. Nach dem Cosplay-Wettbewerb haben wir uns dann erstmal getrennt, denn Simon und ich wollten uns um 14.15 Uhr das Musical von Serenata angucken, Assassin's Creed, die Sherlock-Akte. Und Katharina und Ilva wollten gerne um 15.30 Uhr zu dem Workshop Wie setze ich meinen Körper in Pose? Also wir haben ja Assassin's Creed Akte Sherlock geguckt. Das ist, ihr habt was verpasst, wirklich, es war so fantastisch. Es ist Sherlock Holmes Crossover Assassin's Creed mit düsteren, also einem Kriminalfall, es war recht düster, es war übelst spannend. Als Musical. Und die konnten richtig krass gut singen. Ich dachte, ich habe zwischendurch fast geheult, weil die Sängerin, die Franzosin gespielt hat, die hat so gut gesungen. Ich dachte, oh mein Gott. Und es war alles so mega, so düster aufgezogen. Ein paar Songs waren richtig geil. Ich durfte halt natürlich nicht filmen. Haben übrigens Leute gemacht. Böse. Nicht cool. Böse. Lest euch die Hausordnung durch. Ja. Ne, aber ich bin ja nett und mache das nicht. Nein, aber es war wirklich richtig cool und ist auch richtig so. Man muss sich schon an Regeln halten, dafür sind sie da. Nicht wie manche denken zum Brechen, sondern zum Einhalten. Ich muss aber dazu sagen, sie sind auch ein bisschen selber schuld. Bei der Animagic sind Aufpasser. Wenn die ein Handy sehen, schmeißen die dich das aus stimmt. Dem Saal. Das stimmt, das sind die sehr konsequent. Hier kannst du machen, was du willst. Du würdest halt nicht keine Konsequenzen haben, außer dass die Leute das halt uncool finden und vielleicht dann nicht mehr auftreten in Zukunft. Was ich jetzt bei den Showgruppen nicht glaube, aber trotzdem, gerade so bei Leuten, die halt wirklich aus Japan dann kommen, schwierig. Naja, auf jeden Fall war es wirklich sehr spannend, weil ich liebe ja Sherlock Holmes und Assassin's Creed, das ist einfach, passt super gut dazu, weil beides in London spielt, so mit den Fry-Zwillingen. Und der Sherlock hat sich meiner Meinung nach eher an Benedict Cumberbatch Sherlock orientiert als an den Buch Sherlock. Das merkt man, weil der Buch Sherlock halt manchmal halt wirklich dann auch mal so lacht und das alles ein bisschen amüsanter sieht und der ist gar nicht so streng wie der Benedict Cumberbatch Sherlock, aber der ist halt auch ziemlich cool. Also es war schon sehr gut gespielt. Man hat erkannt, auf welchen Sherlock er anspielt. Und die hatten Musikszenen, wo die gekämpft haben. Und dann haben sie sich wirklich auf den Boden geschmissen. Die hatten so Matten, wo sie sich dann haben drauffallen lassen und so. Es war wirklich geil. Die kommen übrigens aus Berlin. Dieses Musical war mit eins der besten Show-Acts, die ich im Jahr 2023 gesehen habe. Also ich kann mich nur wiederholen. Mein größten Respekt. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, Serenata zu gucken, schaut euch diese Gruppe auf jeden Fall an. Und den Instagram-Account verlinke ich natürlich auch, wie immer, unten in der Beschreibung. Mehr zu dem Workshop, bei dem Katharina und Ilva waren, hören wir dann gleich.
Denn jetzt sind Simon und ich erstmal außen bei den Essensständen langgegangen und haben uns einfach mal angeguckt, was da ist. Also es gibt da Essen, man kann aber auch so Spiele spielen wie dieses Fische angeln, also wie auf einem Jahrmarkt halt. Und Ballons werfen war da, glaube ich, auch. Wir sind aber wirklich nur ganz kurz drüber gegangen, um uns einfach mal so einen Überblick über die Preise zu machen. Da wir ja jetzt an dem Tag auch keine Möglichkeit hatten, irgendwo hinzugehen, um was zu essen, wollten wir einfach mal wissen, ist das preis-leistungstechnisch für eine Con in Ordnung? Ein paar Sachen waren auch okay. So, da war irgendwie eine Nudelbox für 3 €. Ich weiß aber nicht genau, wie groß sie war. Grundsätzlich fand ich aber, es war wie immer viel zu teuer. Wir haben auch da dann nichts gekauft und sind anschließend noch ins Artist Area nochmal durchgegangen. Und da habe ich dann auch wieder ein Cosplay gesehen, das ich unbedingt abfilmen musste. Ich hatte mich sogar kurz mit ihr unterhalten. Eine ganz, ganz, ganz liebe Cosplayerin. Schaut auch hier gerne mal vorbei. Danach haben wir uns dann auf den Weg zum Park gemacht, wo wir Ilva und Katha treffen wollten. Allerdings wussten wir nicht genau, wo wir hin müssen, weil wir noch gar nicht im Park waren. Dann haben wir ein bisschen rumgerätselt und als wir Richtung Ausgang gegangen sind, haben wir tatsächlich Mimi gesehen. Mimi ist eine sehr gute Freundin von uns, die manche von euch schon aus dem Doku-Mi-Vlog kennen. Und dass ich sie entdeckt habe, war einfach absoluter Zufall. Lag aber vielleicht auch daran, dass sie einfach komplett blau war. Und ich meine blau. Blau-blau. Nicht betrunken. Blau. Mimi! Guck mal, ja, und da ist Mimi. Da ist Mimi. Hi, na? Ich schwitze so, ich mach nur so. Das Problem hatte ich gestern. Ja, weil normalerweise hält das ja, wenn man so schwitzt, guckt immer meine Arme an. Du kommst gelegen, wir wollten gerade fragen, wo der Park ist. Da. Da? Also direkt raus und dann durch die Merch-Halle oder was? Jetzt hier und direkt da. Und so schnell kommt man an die Infos, die man haben möchte. Es ist immer gut, Leute zu kennen, die man fragen kann. To be honest, ich hätte sonst halt einfach einen von diesen Leuten, die da arbeiten, gefragt. Irgendeiner hätte mir das schon sagen können. Aber sowas jetzt natürlich angenehmer. Warum ist es jetzt plötzlich so warm? Ich sollte gestern auch mega. Ich schwitze auch wie Sau. Ich trage morgen Jack Frost. Sieht da nichts drunter, sag ich euch. Nix. Was nix. Ich fahre da ins Parkhaus, wo ich gestern auch war, aber ich wusste, okay, da ist groß Platz, 8 € ich bezahlt. Völlig egal. Ja, Geld habe ich 20 bezahlt. 20 €. Ja, egal. Und überlegst, wie viele Autos da parken. Die haben sich richtig was mit. Aber egal. 4 Autos vor mir. Ich dachte schon so, oh, Fußballfans, hier sammeln sich Fußballfans. Okay. 4 Autos vor mir machen die kurz dicht. Und sag mir Bescheid. Die sammeln sich hier kurz, muss einen Moment Geduld haben. Alles voller Schalke-Fans. Ich bin nicht mehr in NRW. Was will ich hier? Und ich bin mit blau. Schalke ist doch blau. Und ich habe. Viertelstunde habe ich da gestanden. Oh nein. Um mich herum, um das Auto herum, alles voller Schalke-Fans. Und zwar die auch von Schalke-Fans, die werden mit der Polizei zum Ding jetzt einfach. Schön. Und ich war so. Guck auf das Auto vor dir, guck keinen an. Reagier gar nicht, guck keinen an. Einfach die Hoffnung haben, dass die Kontaktlinsen abschrecken. Ja. Der Körper verarbeiten kann. Hallo. Ja. Nein, du kannst nicht dazukommen. Für Fotos werde ich immer gerne unterbrochen. Also nein, wirklich ernsthaft, wenn ihr mich irgendwo seht und ihr wollt ein Foto machen, kommt ruhig und fragt. Oder wenn ihr auch einfach mit mir reden wollt oder mit einem anderen von uns, kommt einfach, sprecht uns an. Wir lieben das. Wir lieben das. Es ist toll. Dafür machen wir den ganzen Blödsinn. Noch während wir mit Mimi geredet haben, sind dann auch Katha und Ilva wieder zu uns gestoßen. Eigentlich wollten wir uns hier im Park treffen. Jetzt haben wir uns natürlich vorher getroffen, sind aber dann zusammen Richtung Park gelaufen und uns da um uns da hinzusetzen. Mein Gott. Ich muss sagen, dass ihr noch auf ihn wartet. Ja, wir gehen ja nicht einfach. Ja, ich hab gesagt, dahin und dann bin ich schon losgelaufen. Ich dachte auch so, wo willst du denn hin? Wow. Sorry. Im Park haben wir uns ein möglichst schattiges Plätzchen gesucht, denn es war wirklich unglaublich heiß, obwohl es schon September war. Ich finde das teilweise so schwer bei Cons im Frühling oder im Herbst,
so vorauszusehen oder vorauszuplanen, wie das Wetter wird und entsprechend Cosplays anzuziehen. Wir waren jetzt sehr dick angezogen und deswegen hat uns die Sonne nicht sonderlich gut getan. Aber im Schatten war es echt in Ordnung und wir haben uns einfach hingesetzt, um ein bisschen zu quatschen und Blödsinn zu machen, zu entspannen. Und dort habe ich natürlich auch direkt Katha und Ilva gefragt, wie sie den Workshop fanden, den sie besucht haben. Also ihr wart beim Foto-Workshop, wie setze ich meinen Körper richtig in Szene? Ja. Posen für everybody. Was hast du gelernt? Ich habe mir Notizen gemacht, aber das meiste weiß ich eigentlich sogar noch. Also ganz wichtig ist immer bei den Fotos eine S-Linie. Wir kennen ja schon, dass man immer gerade eine Brust raus, Arsch ein bisschen raus, wie so eine Ente steht man ja meistens Bauch rein. So, das ist ganz wichtig und das soll meistens dann eine S-Linie bilden und man muss dann halt den Körper so drehen, dass es halt eine S-Linie ist. Das im Stehen, im Sitzen, im Liegen, wie auch immer. Keine Druckstellen hinterlassen, ganz wichtig. Also wenn man irgendwie sitzt und man, keine Ahnung, das Bein anwinkelt und das andere Bein noch irgendwie da drunter ist, darf das eine Bein das andere nicht berühren. Es muss immer so ein Millimeter Abstand dazwischen sein, weil sonst Druckstellen. Und das macht das Bein dann direkt größer. Also das ist so eine Illusion, es ist nur eine Illusion, aber es macht es trotzdem auf den Bildern dann größer. Genauso bei Arme verschränken. Niemals die Arme direkt aufeinander halten, sondern immer ein bisschen Abstand. Das sieht man auf den Bildern nicht, weil es sieht wirklich auf den Bildern so aus, als ob es aufeinander ist, aber man erstellt, also der Schatten ist ja auch noch da, ne? Und so hast du halt keine Druckstellen und für im Nachhinein, also auch wenn du lange in einer Pose sitzt, ne? Irgendwann wird dein Bein, ich habe alles aufgeschaut, auch noch dazu. Ich auch, ich habe aber einiges auch noch im Kopf. Man soll sich Stützen nehmen. Also wenn man zum Beispiel weil es war eigentlich nur Sitzen, Liegen, Stehen als Posen, habe ich noch gefragt, wie es im Knien ist. So, und dann sagte sie, dann sollte man sich am besten, weil man darf sich nicht auf die Beine knien, sondern man sollte den Arsch einmal angehoben haben. Und wenn es nicht geht, ein Kissen zwischen die Beine stecken, damit man ein bisschen Stütze hat. Ja, und so soll man sich halt so ein bisschen Hilfestellungen geben, auch bei bestimmten Posen. Eine hatte gefragt, wie das ist, wenn man irgendwie eine Kampfpose einnehmen muss oder das Bein in die Luft strecken soll oder so. Zu Stütze halt, aber klar muss man das vorher absprechen, dass der Teil des Körpergewichts hält, aber dadurch kann man halt die Pose länger und besser halten. Oder sonst halt abzählen, so 1, 2, 3. Ich hoffe, Eva hört man jetzt, aber wir werden sehen. Das war jetzt auch eigentlich eher für Aber wie fandest du das hilfreich? Also fandest du den Kurs sehr hilfreich? Super hilfreich, auf jeden Fall. Und der war auch echt lustig teilweise und also er war echt gut. Genau. Wichtig auch, Körper einmal strecken. Wir haben auch schöne Handhaltungen herausgefunden. Ich habe ja Bauchtanz getan. Hätte ich nicht gedacht, dass man das da auch anwenden kann. Man soll den Mittelfinger ein bisschen rausdrücken, Ringfinger und Kleinfinger ein bisschen aneinander und den Daumen auch ein bisschen so angespannt. Soll aber trotzdem noch schön aussehen. Also nicht zu angespannt. Und dann kann man halt auch dann in verschiedene Richtungen dann natürlich auch gehen. Es gibt aber auch noch den Fächer. Ah ja, mit dem Fächer. Es gibt aber auch noch den. Wie war nochmal der Fächer? Warte mal. Der Fächer? Der Fächer. Ah ja, so, genau. So. So. Und dann kann man natürlich in verschiedene Richtungen drehen. So eindrehen oder so, dann sieht das auch direkt schöner aus. Da wurden wir wieder nach Fotos gefragt. Nie, das wurden wir wirklich oft an dem Tag und das macht mich sehr stolz. Aber wir waren auch echt eine süße Ghibli-Gruppe. Von Simon und mir wurde sogar ein Polaroid-Foto gemacht, das wir dann mit zwei Abzügen geschenkt bekommen haben. Dieses Foto liegt seit der Konnichi in meinem Portemonnaie und immer wenn ich es mir ansehe, denke ich mir so, wow, so beautiful und so lieb auch. Er ist einfach da rumgerannt mit so einer Polaroid-Kamera, so eine kleine, und hat da Fotos von Cosplayern gemacht und denen die Polaroids einfach geschenkt. Diese Dinger sind sau teuer und er hat die einfach verschenkt. So unfassbar lieb. Oh ja, oh, oh, ja, ja, ja. Sehr schön. Wir lieben alle diese Jacke. Wir wollen sie alle haben. Ja, da muss ich Da muss man sie mal noch ein paar nähen. Woo! Ihr wart ja noch dann beim Merch. Ja. Habt ihr schon was Cooles gesehen? Viel. Zu viel Cooles, vor allem viele Figuren, die sauteuer sind. Und die ich gerne hätte. Ah, man kennt. Unter anderem eine gewisse Miku-Figur, die ich schon seit langem im Blick habe, aber die halt auch über 300 Euro wieder kostet. Oh, die war so schön. Die ist so schön. Weil Miku als Ballerina, und das ist natürlich für mich. Ja, das Ghibli-Zeug, das offizielle, also das offizielle Merch von Ghibli, natürlich auch wieder super süß alles, die Plüschis und so. Die Waldgeister-Plüschis vor allem. Davon am liebsten eine ganze Fensterbank voll mit diesen Waldgeister-Plüschis. Das war
war noch besonders cool. Ja, sonst was man halt so kennt, ne? Also die normalen Aussteller, die auf allen Conventions sind. Und genau aus diesem Grund sind wir auf dem Rückweg zur nächsten Aktion auch mal kurz durch die Merch-Halle gegangen. Und hier habe ich herausgefunden, dass es einfach ein Avatar-Pen and Paper gibt. Aber niemand spielt das mit mir. Beziehungsweise hat Eva gesagt, sie würde das mit mir spielen, aber ich brauche natürlich mehr als eine Person. Denn es ist Pen and Paper. Also wenn ihr Bock habt auf eine Discord-Runde Avatar-Pen and Paper, bitte meldet euch bei mir. Ich brauche das. Cool war auch, dass man die Spiele hier tatsächlich direkt testen konnte mit anderen Leuten, wenn man denn dann die Zeit und die Muße dazu hatte. Ich fasse jetzt, was wir dort gesehen haben, mal ganz kurz für euch zusammen. Nur vorab, wir waren nicht lange dort, aber Sonntag haben wir eine größere Runde durch die Merch Area gemacht, also bei dem nächsten Vlog wird es dann auch noch eine längere Zusammenfassung davon geben. Das war es tatsächlich auch schon. Es war wirklich nur ganz kurz. Wir sind nämlich dann hoch in den dritten Stock gegangen, weil wir uns mal informieren wollten. Es sollte ein Escape Room geben und wir wollten gucken, ob es für Sonntag eventuell noch freie Plätze gab. Spoilerwarnung, gab es nicht, aber wir haben es versucht. Oben haben wir dann einfach noch ein bisschen gewartet, bis wir in die Halle konnten, um den nächsten Programmpunkt zu sehen. Das war eine Showgruppe, die Banana Fish aufgeführt hat. Und während wir da so gewartet haben, haben wir uns mit zwei Mädels unterhalten, die einen Sakura- und Hinata-Cosplay im Kimono hatten. Und die sind beide so unfassbar schön gewesen. Und diese Mädels waren so unfassbar nett. Wir haben wirklich sehr lange miteinander gequatscht. Also schaut auch gerne hier mal auf deren Insta-Accounts vorbei. Um 20 Uhr haben wir uns dann, wie bereits angekündigt von Tsukino Senshi, das Stück zu Banana Fish angeguckt. Ich nehme dir, Haruro, ich nehme dir deine Sophie weg. Jetzt bekommen überall Küsschen hier. Hallo! Ich bin so beliebt. Genau, Banana Fish haben wir auch nicht gemacht, weil diese komischen Typen hinter uns gesessen haben. Die uns die ganze Zeit abgefuckt haben. Ja. Auf Teufel komm raus. Ich weiß nicht, wenn man sich als Erwachsener verhält wie das ein 12-Jähriger. Das waren Typen, die mal mindestens 40 waren, ja? So, und dann sitzen die hinter einem und regen sich darüber auf, dass sie von Orga-Leuten nach hinten gesetzt wurden, weil die sich irgendwie in die 10. Reihe, meinte der? Ja, die haben irgendwie, die hatten einen guten Platz, aber da war halt reserviert für die VIPs wahrscheinlich. Für die VIPs, genau, also für die Teilnehmer. Teilnehmer, die halt so die MVs eingereicht haben. Genau, da haben die ein Absperrband hingemacht und dann wurden die halt gebeten, sich woanders hinzusetzen. Und hinter uns der Platz war immer noch sehr gut. Der letzte Platz, also die Plätze, die wir hatten, waren immer noch sehr gut und die hinter uns natürlich auch. Du hattest so richtig so Kino-Feeling. Ich laufe nicht gegen das Ding. Du hattest Kino-Feeling, man hat alles gesehen. Ja. Also es war jetzt kein Platz, wo man sich so hätte beschweren müssen. Nein. Und die haben sich so darüber aufgeregt. Null Verständnis für diese Leute. Null Katastrophe. Verständnis. Deswegen hatten wir noch nicht nach Banana Fish erfragt. Genau. Genau. Deswegen jetzt, wie fandest du Banana Fish? Ich fand Banana Fish gut. Sie sind aber trotzdem noch nicht so gut wie Otakus Live. Aber die waren, also aber die waren schon von allen Theaterstücken, die ich dieses Jahr gesehen habe in Anime-Stil, ja. Sind sie in den Top 5. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Sie haben es auch, also ich finde, die haben die Geschichte gut erzählt, die sich ausgedacht, also vom Skript her und sowas ausgedacht haben halt. Ich glaube, das war das nah war aber auch Manga, sehr oder? Nah, ja, das war sehr nah dran. Haben wir auch am Anfang gesagt, der Manga als Theaterstück. Genau. Ja, okay. Ich kenne halt den Manga nicht und auch den Anime nicht. Deswegen war es für mich so schwer reinzukommen. Nein, also für mich war es schwer reinzukommen, weil ich es halt gar nicht kannte. Ja, aber habe ich mir nämlich gedacht, für Leute, die das gar nicht kennen, war der Anfang schwer, weil du wirst quasi reingeschmissen. Reingeworfen, ja. Aber nach
die anfänglichen Schwierigkeiten hat man dann auch gerafft, okay, darum geht's, so geht, genau. Das ist passiert. Und dann war es auch okay für mich, also da zu folgen. So das komplette Stück, das Spiel, die Tänze, die Choreo, das war alles ziemlich cool. Ja. Sherlock war immer noch besser heute. Ja. Aber das liegt vielleicht auch am Stil und dass sie gesungen haben und also, wie gesagt, das kann man eigentlich kaum miteinander vergleichen. Ja, ja, ich bin total gehypt, trotz alledem, auf, ja, das geht auf, beim Handy, glaube ich. Auf Mutterhause Ski, weil das wird wohl nächstes Jahr von denen gespielt. Von denen gespielt. Da und bin ich auch gespannt. Ich habe es vorher gesehen. Ich habe vorher noch dran gedacht, gesehen, wenn Katha neben mir gesessen hätte, was sie nicht getan hat, hätte ich ihr das gesagt und dann lauter Sportanimes gehört, die reingerufen wurden. Und ich war im Kopf so, ja, Mutter aus Sushi. Und dann so, ja, wir machen was ganz anderes, Mutter aus Sushi. Und ich war nur so, ja! I knew it. Aber Haikyuu wäre auch cool gewesen. Haikyuu wäre cool gewesen, aber sau anstrengend für die auf jeden Fall. Ja, die müssen ja nicht Volleyball spielen. Und der letzte Programmpunkt für diesen Tag war der AMV-Wettbewerb. Bezüglich des AMV-Wettbewerbs, wir haben zwar in dem Video darüber geredet und bewertet, wie wir das fanden, aber ohne dass ihr den Wettbewerb selber gesehen hättet, versteht man da leider gar nicht, wovon wir reden, weil wir so aufgeregt waren und einfach so wir durcheinander reden, dass man da nicht folgen kann. Blablabla. Bei den letzten Wo war die Aussage? Ja. Es gab keine Aussage. Ja, es war einfach nur Busch. Deshalb fasse ich das Ganze jetzt nochmal hier für euch zusammen. Und dazu muss man sagen, es gab zwei verschiedene Teile dieses Wettbewerbs. Das eine war eine Expo. Das waren dann Videos, die vorher schon extern bewertet wurden. Und Platz 4 bis 1 wurden uns dann gezeigt. Und da haben wir überhaupt nicht verstanden, wie das bewertet wurde. Platz 4 war nämlich sehr gut, Platz 2 und 3 waren dann für uns zumindest mega langweilig und Platz 1 war dann wieder sehr, sehr, sehr gut. Das ist Platz 1 war verdient Platz 1. Genau, und dann fragt man sich, warum ist das Platz 2 und 3, wenn das andere so viel besser war? Ja, aber gut. Und der zweite Teil des Wettbewerbs lief so, dass man Videos gezeigt bekommen hat. Und Konichi hat dann eine Seite gehabt, mit der man mit einem QR-Code drauf zugreifen konnte und dort konnte man dann die Videos bewerten. Und wir hatten uns am Freitag, wie man im Vlog von Tag 1 ja sehen kann, die AMV-Nacht angeguckt und wir haben mit einem solchen Level an AMVs gerechnet bei einem Wettbewerb. Das war's aber nicht. Es waren ein paar sehr schöne Schätzchen dabei. Aber grundsätzlich waren wir massivst enttäuscht von den dort gezeigten AMVs. Das meiste war einfach irgendeine Dubstep-Musik und dann hintereinander gereihte Szenen aus verschiedenen Animes, wo das Ganze für uns einfach keine Bedeutung hatte, keinen Sinn. Es sah maximal ästhetisch aus, aber auch nicht immer. Und klar, das liegt immer im Auge des Betrachters, aber wir waren einfach alle vier bzw. drei sehr enttäuscht. Was denn die Aussagen waren manchmal ein bisschen. Ja, was denn das zu suchen das, also es war halt in dem Video, das in der Expo war, war halt hauptsächlich dieser eine Charakter eine Pupille von einem Auge. Ja, und sonst nichts. So. Okay, aber vielleicht ist das so eine Art moderne Kunst, die ich einfach nicht verstehe. Wir drei Mädels mögen aber auch zugegeben eher AMVs, die entweder sehr schön und emotional sind oder einfach eine Story erzählen. Die Bewertungen wurden ja dann eben vom Publikum abgegeben und ausgewertet. Das heißt, die, die nachher gewonnen haben, das waren dann halt eben die beliebtesten AMVs, auch wenn es überhaupt nicht unserer Meinung entsprach. Es entsprach dann eben der Meinung der Mehrheit, das muss man dazu sagen. Aber ja, grundsätzlich waren wir von dem Programmpunkt doch sehr enttäuscht. Wir hätten uns da mehr erhofft. Eher so wie halt die AMV-Nacht, die uns ja richtig geflasht hatte am Freitag. Ach, ja. Ich frage mich mal nicht zu AMVs. Ich habe nämlich gemerkt, dass du eigentlich die ganze Zeit geschlafen hast. Sah so richtig süß aus. Immer wieder so. Da wir ja jetzt den ganzen Tag nichts gegessen hatten, außer die Snacks, die wir dabei hatten, sind wir auf dem Rückweg wieder bei der Pizzeria vorbeigegangen, wo wir am Freitag bestellt hatten, da diese Pizzeria ja tatsächlich auf dem Weg vom Kongelände zur Jugendherberge liegt und einfach bis 2 Uhr nachts auf hat. Das ist so ein Segen. Es war göttlich für diese Con und wir werden definitiv nächstes Jahr wieder da vorbeischauen, weil du einfach sonst um diese Uhrzeit nirgendwo mehr was zu essen bekommst. Da aber halt schon und es liegt auf dem Weg und dann schmeckt es auch noch so gut.
absoluter Lebensretter. Wirklich absoluter Lebensretter. Funny Moment beim AMV-Wettbewerb. Ein AMV fing an und wir hatten schon eine Reihe von so richtig Katastrophen-AMVs durch, ne? Katha und ich die ganze Zeit so am Glotzen, so, was ist hier los, wo sind wir, was passiert hier? Kommt so ein AMV und sie sagt so, oh ja, das fängt ja schon mal gut an, bis jetzt finde ich es gut. Und just in dem Moment, ich habe ein gutes Gefühl, just in dem Moment, und dann kam anders so ein alter Mann an so einer Kuh geleckt hat und so, das war so, was? Ach, sehr schön. Die ist eine Katastrophe, das Video. Und sie halt so, bei dem habe ich ein gutes Gefühl. Als hätte sie es. Der ist Dritter geworden, ja. Aber das war... Ich war so... gar nichts mehr verstanden. Ich guck so lange an, so... Was ist hier los? Was ist das? Das war's, ich konnte nicht mehr. Ich habe so gelacht, weil genau in dem Moment fing das an. Ja, und damit endet dieser Vlog. Er ist ein bisschen länger geworden als die anderen. Aber nicht so viel krass länger, nur ein bisschen. Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick in die Convention und unseren zweiten Konnichi-Tag. Schaut euch gerne meine anderen Vlogs an und natürlich auch den kommenden Tag 3. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr das Video liked und kommentiert und auch gerne mit euren Freunden teilt. Tschüssi!